So, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Heute sind wir unterwegs mit Rexxar und er spielt hier zusammen mit You Can't Pen. Wahrscheinlich You Can't Pen Me. Ja, da steht's ja, genau. Sehr gut. Und die beiden spielen hier in einem Zug und mal gucken, was sie machen. Der erste Leopard fährt geradeaus, der zweite Leopard fährt hier. Oh, Vorsicht. Du hängst am Stein fest. Oh, schöner Treffer hier. Oh. Das war aber eine knappe Kiste. Jetzt kann er sogar noch hier den nächsten. Nee, doch nicht. Da muss er erstmal nachladen. Nee, er hat schon nachgeladen, aber er hat gerade hier ein bisschen Probleme, den Eingang zu finden. Das ist, ja, manchmal ist das so. Und, ja, einfach mal schießen. Genau, der hat garantiert gesessen. Oh! Nee, zwei Abpraller? Wahnsinn! Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Na gut, dann halt den nächsten. Der geht auch nochmal wieder zu. Mal gucken, ob er den dann jedenfalls getroffen hat. Also über Ziele kann er sich auf jeden Fall nicht beklagen. Ja, den scheint er auf jeden Fall getroffen zu haben. Und jetzt nochmal. Sehr gut. So, jetzt geht's noch langsam los hier. Wow, zwei Treffer auf den STB-1. Ne, was war das? Warte, ich guck mal eben. Ich blöd, doch, STB-1, genau. Und beide nicht durchgegangen. Das ist aber schon eigentlich ein dickes Ding, weil der Leopard schon doch einen sehr, sehr guten Durchschlag hat hier. 323 mm. Also, da wundert mich das tatsächlich. Aber gut, manchmal ist das einfach so. Ich meine, der STB-1 ist ja nur auch ein 10, ist ein reines 10er-Match. Aber das war für mich jetzt schon so, doch schon so ein bisschen die Unterwanne und eigentlich. Aber naja, gut. Wenn World of Tanks Nein sagt, dann heißt das auch Nein. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber wenn mich dann Achter in meinem Typ 4 one-hittet, weil er mein Magazin trifft, dann passt das schon so. Schöner Treffer hier. Und da kann er den STB-1 rausnehmen. Erster Kill hier. 3 zu 1 steht es jetzt insgesamt schon. Das ist tüchtig. Wo ist denn sein Zugkamerad eigentlich hin? Sehe ich nicht. Ach, der steht da unter ihm. Okay, da habe ich jetzt als letztes hingeguckt. Das ist ja auch mal eine aufregende Position da unten. Hätte ich jetzt vermutet, dass man von hier oben vielleicht besser schießen kann, aber. Ja, wenn man da halt nicht aufgeht, warum kann man nicht auch da stehen? Ich glaube, das vermuten nicht so viele. Ja, hier wird auch blind hingeschossen. Da hat man gerade eben, als er noch kurz rausgezoomt hat, hat man da einen Einschlag gesehen. Deshalb steht er jetzt hier auch nicht direkt an den Büschen ran. Ja, also er steht hier, guckt mal, wo er steht. Er steht hier ein Stückchen weiter. Da war ein Einschlag gerade eben zu sehen. Und hätte er jetzt hier direkt hinter Busch gestanden, hätte er die Granate wahrscheinlich auch abbekommen. Aber so kann er hier diesem Schuss auf jeden Fall entgehen. Und das ist gar nicht, also wenn ihr euch mal hier oben hinstellt, fahrt nicht direkt hier an die Büsche ran. Da wird nämlich ganz, ganz oft hingeschossen, auch von der Arti. Gerade jetzt hier in dem Spiel zwei Artis dabei. Da ist die Chance sehr groß, dass sie auch mal hier einfach blind hinschießen. Und wenn ihr dann direkt dran steht, dann bekommt ihr Schaden und Stun und durch Splash auf jeden Fall Schaden. Also macht das so wie Rexxar. Oh, da kam der nächste Blindschuss einfach mal hier in den Busch, der ist da eingeschlagen. Jetzt, ja. Ja, aber wie gesagt, er macht das ganz cool. Auch so von, wenn die aus der Mitte schießen, er steht hier hinter diesem Stein. Klar, nicht komplett safe, aber die meisten schießen eh auf diese beiden Büsche hier und dann geht's halt immer da irgendwo rein. Und dementsprechend, ja, da kann man sich hier ganz gut abgucken, wie man es dann machen sollte. Klar kann man sich auch mal hier vorne reinstellen, aber dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn dann mal der ein oder andere Schadenspunkt auch blind genommen werden muss. Ja, das Gegnerteam hat jetzt wieder ausgeglichen. Das gerade eben stand es mal 3 zu 1, jetzt steht es 4 zu 4 und sogar 2000 HP Rückstand. Das ist richtig uncool. Aber wie gesagt, in so einem 10er-Match ist das jetzt nicht ganz. Da kann man sowas auf jeden Fall nochmal aufholen. In anderen Matches natürlich auch, aber
ich sag mal, wenn ihr jetzt 2000 HP Rückstand habt in einem Dreier-Match, dann ist das ja so gut wie verloren. Ne, weil die Tanks ja hier einfach viel mehr HP haben. So, ja, Jagdpanzer R100, das ist natürlich ein Brocken. Egal ob frontal oder seitlich, da muss man erstmal hoch. Und der zweite, der nicht reingeht, das ist jetzt aber schon ein bisschen ärgerlich, weil der so schön seitlich fährt. Ketten wäre vielleicht mal eine Idee. Jetzt kommt der erste Schaden auch hier bei Rexer rein, nach dem dritten Schuss, denn endlich mal Schaden. Und ja, jetzt wird hier Permatrack gezogen. Der E100 sollte da auf jeden Fall nicht rausgucken, solange der Jagdpanzer E100 noch da ist. Gut, der ist jetzt raus, das ist gut. Schöner Treffer hier auf den E50M. Da hat er gesehen, dass der langsam rückwärts fährt, hat einfach einen Moment gewartet und konnte sich dann hier den nächsten Schuss so richtig schön raussuchen. Und noch einer? Wow, das war ein Platoon. Jagdpanzer E100 Platoon, das ist aber auch hässlich. Also das ist richtig böse. Aber gut, dass die beiden das halt nicht so wirklich ausnutzen konnten. Ja, er hat da auf die Kuppel oben gezielt, aber da kam ihm halt einer zuvor, der E100. Hat hier den auch den zweiten Jagdpanzer dann rausgenommen. Ich glaube, den ersten hat er auch schon. Und jetzt geht's auf der anderen Seite weiter. Es ist ja nicht so, dass die Gegner keine Panzer mehr hätten. Es steht 8 zu 8. Ich habe keine Ahnung, warum die beiden Jagdpanzer E100 die Gegner schon sich da so weggeworfen haben. Entweder die müssen zusammenfahren oder sie müssen halt erstmal stehen bleiben und warten, bis sie halt Support kriegen. Aber das war ja nun wie die Lämmer zur Schlachtbank, würde ich mal sagen. Erst fährt der erste Jagdpanzer E100 vor, lässt sich wegmachen und dann der zweite so, ach ja, ich probiere das jetzt auch nochmal. Mal gucken. Das war ein bisschen dumm. Aber okay. So bleibt das Spiel auf jeden Fall spannend. Und auch sehr ausgeglichen, muss man sagen. Wir sind jetzt schon 7 Minuten und ein bisschen dabei. Und es ist noch sehr ausgeglichen. 8 zu 9 und HP-technisch gesehen 500 Punkte nur auseinander. Das ist ein Schuss oder anderthalb. Glück jetzt hier für ihn. Das war ein Blindschuss. Und das passiert halt, wenn man dann, na, wie gesagt, da hinter dem Busch steht, dann fängt man sich halt auch mal einfach einen Blindschuss. Hier hat er jetzt Glück gehabt, dass er dann nur einmal kritisch getroffen wurde, ohne hier HP einbüßen zu müssen. Na, was haben wir da? Ach, guck an. Jo, schöner Treffer auf den Alpha, 5 Alpha. Das war sehr gut. Ja, in die andere Richtung, oder? Ne, ja. Oh, nur ein kritischer Treffer. Schade, schade. Das heißt, der WZ kann immer noch weiterfahren. Einen muss er noch reinsetzen, jawohl. Das war gut. Und auch, dass die Arti gleich noch hinterher schießt und auch noch trifft. Das war sehr, sehr gut. Eventuell fängt er sich jetzt noch einen. Nein, er fängt sich hier keinen mehr, weil der WZ entweder noch am Einzielen war oder noch nicht nachgeladen hatte oder einfach nur nicht geschossen hatte. So, das ist ein schönes Ding hier. Damit hat er sich jetzt auf jeden Fall schon mal eine Medaille gesichert. Ja, seht ihr oben mit dem Häkchen. Ja. Ach, wenn man da drüber dingst, kann man gar nicht sehen, was. Oh, ich dachte, er zeigt das jetzt an. Ja, das ist Großkaliber. Aber nee, tut er nicht. Na gut, macht ja auch nichts. 10 zu 11. Tatsächlich führt das Gegnerteam immer noch an Panzern. Also, meine Güte. Wenn man das so aus Sicht einiger Spieler sieht, wenn man jetzt nur Rexer nimmt, der hier die ganze Zeit Schaden und Kills macht, ist das schon verwunderlich, dass das eigene Team hier zurückliegt. Jedenfalls kanonentechnisch gesehen. Schade, dass der auch schon wieder nicht reinging. Vielleicht der nochmal. Jawohl, das sind nochmal 423 Schaden. Sehr schön. Auf 705 Alpha. Da kommt er jetzt leider nicht mehr ran. Und ja, er macht das aber auch relativ clever. Das heißt relativ clever, er macht das clever. Bleibt auch hier oben stehen. Und dass er halt immer wieder spotten kann, ob halt was von rechts kommt. Das ist auch ziemlich wichtig. Denn zuletzt waren da ja nun auch der E50M und der WZ noch zu sehen. Deshalb ist das eine gute Sache, dass er jetzt nicht einfach da hinter dem Objekt 705A hinterherfährt,
und versucht das kaputt zu machen, auch wenn der E100 da jetzt vielleicht ein bisschen Hilfe braucht. Aber da kann er sich halt gerade nicht so unbedingt drauf verlassen. Oder es ist jetzt noch ein zweiter, der dazu kommt. Der E50M ist umgedreht. Ja, und jetzt wird es natürlich knapp für den E100. Da ist er raus. Und das Gute ist natürlich, dass Rexer halt noch Full HP ist. Und das richtig Gute ist, dass hier die Arti schnell nochmal den WZ111 QL, weiß nicht, was der Bla, Kuljin oder so, keine Ahnung, rausgenommen hat. Das ist ja quasi wie ein normaler WZ, nur halt mit so einem schicken Kanonen Feuer Schuss, Rausschuss, wie auch immer. Schade. Oh, das war ein Snapshot hier um die Ecke. Leider hat er nicht getroffen. Und ja, jetzt kommt das Objekt da rumgefahren. Dem kann er auf jeden Fall schön eine drücken. Das ist sehr, sehr gut. Und er scheint hier auch relativ gut zu stehen. Die gegnerische Art. Okay, sie kommt an ihn ran, aber das war nur ein Splash-Damage 75. Das kann man durchaus verkraften, dafür, dass es auch der erste Schaden war, den er hier nimmt in der kompletten Runde. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich da jetzt hinfahren würde, weil wenn die Arti ihn hier trifft, dann macht sie mehr Schaden, definitiv. Ja, schöner Treffer, 437, das heißt, der E50M ist One-Shot. Jetzt kriegt er wahrscheinlich gleich von der Arti nochmal wieder einen auf den Deckel, so in 10 Sekunden ungefähr wahrscheinlich. Er müsste die nachgeladen haben. Nee, doch noch nicht. Jawohl, den erstmal rausnehmen. Das war wichtig. So kann die eigene Arti hier nämlich jetzt unbehelligt nochmal ein klein bisschen mehr. Oh nein, die Arti hat keine Munition mehr übrig. Oh, wie uncool ist das denn? Hat er ja gerade in den Chat geschrieben. Oh ja, das war ein richtig guter Schuss hier. So, Munitionslager reparieren. Er hat noch einen Cooldown. Genau, fährt jetzt erstmal hier an die Felswand, um sicher zu stehen. Und ja, ihr seht hier im Chat, das Objekt schreibt keine Munition mehr übrig. Ich weiß jetzt nicht, warum er Rexer fragt, ob er spotten kann. Wahrscheinlich, weil er hinfahren möchte, um, keine Ahnung, zu rammen oder was weiß ich was. Ach, da ist er sogar. Guck mal an. Naja, aber das sollte ja jetzt eigentlich. Oh, guck mal. Herr Conqueror hat geschossen. Hat irgendwie 56 Schaden gemacht oder so. Und jetzt gibt es hier einmal noch wahrscheinlich den Krieger zum Abschluss. Ja, jetzt hat es. Achso. Na gut, auf jeden Fall. Oh, sehr schön gemacht. Na, schön verteidigt da oben. Und einfach nicht unterkriegen lassen. Ach, da ist noch eine Arti. Huch. Hoppala. Ich war jetzt schon beim Schluss. Okay. So, da gab es jetzt nochmal 428 Schaden vom gegnerischen Objekt 261. Ah, fahr links hoch und dann einmal wegmachen hier. Nee, er will nochmal von hier schießen. Nee, jetzt doch nicht mehr. Ja, 1 Minute 30 noch, aber das sollte auf jeden Fall zu schaffen sein. Der Leo ist ja nun ein sehr mobiler Panzer und der Weg ist jetzt auch nicht mehr so weit. Ich glaube, selbst vom anderen Map-Ende hätte er es noch geschafft, wäre er jetzt erst losgefahren. Jetzt muss er halt nur aufpassen, dass er hier keinen richtig dollen auf den Deckel kriegt. Das wäre hässlich. Da ist das Objekt. Jawohl. Und gleich mal gewone-shottet hier. Holt sich noch die Pascucci ab für zwei Artilleriegeschütze. Sehr, sehr schöne Runde. Und ja, wie gesagt, am Anfang da oben halt. Ich meine, eigentlich, du musst da stehen und er musste halt auch relativ lange da oben stehen bleiben, weil er halt nicht sicher gehen konnte, ob da von rechts vielleicht doch noch jemand kommt. Und wären die halt rangefahren und hätten die Position da oben gehabt, dann wäre es definitiv vorbei gewesen. Deshalb war das, finde ich persönlich, sehr clever gefahren, in Anführungsstrichen, ja, oder auch sehr clever gestanden, um halt da nicht die komplette Map-Control aufzugeben. Das war schon sehr, sehr wichtig. Ja, wir gucken mal in die Auswertung. So. So machen wir das. Ja, 10.000 Damage, 7 Kills, das ist ganz ordentlich. Also für Rexer ist das ganz ordentlich. Für andere wäre das die Runde des Lebens. Für ihn ist das ganz ordentlich. So.
Und jetzt hat es gerade geklingelt. Moment. So, da geht's weiter. Das war natürlich wieder die Post. Die muss immer klingeln, wenn ich hier was aufnehme. Das ist schlimm. So, okay. Leo Justin Sniper Gods. Should I move? Ja, genau. Das kann man natürlich auch so sehen. Ich hätte es eher so gesehen, weil er halt nicht die komplette Map-Control aufgeben wollte. Aber natürlich kann man mit dem Leo auch, mit dem PTA, finde ich übrigens, kann man auch schon sehr gut snipern. Dem Nonner davor. Aber das war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr schöne Runde. Ja, gemeistert, Schläger, Duellant, Wirkungsfeuer, Vespucci, Großkaliber und Krieger. Sehr, sehr schön. Ja, alles in allem hat er 1446 Basis-EP, 7 Kills, 10.204 Schaden. Ja, kann man machen. Aber hier, guck mal, die Arti, 4.400. Nicht so schlecht, ne? Auch gut. Ja, gut. So, 41 Mal geschossen, 34 Mal getroffen und 26 Mal durchschlagen. Einmal Splash-Damage gemacht. So kommt er hier halt auf den Wert. Und fast 8.000 von den 10.000 Schaden hat er hier mal mit mehr als 300 Metern geschossen. Also alles, also so mindestens 3/4 oder 2/3 oder wie auch immer, hier auf die lange Distanz geschossen. 2 Treffer erhalten, einer ging durch, einer ist abgeprallt, 2-mal wurde er gesplashed. Er konnte einen Gegner sichten, 13 beschädigen, 7 zerstören, hat noch 581 Unterstützungsschaden gemacht. Das ist jetzt nicht so die Welt, aber wie gesagt, auch hier Damage, ne, halt sehr, sehr hoch. Und mit dem Premium-Account hat er 77.885 Credits Verlust gemacht. Aber ich sag mal, bei so einer Runde steht egal, ne? Ja, das Ganze ging 13 Minuten 54 Sekunden. Hier seht ihr nochmal die Erfahrung, wie sie sich zusammensetzt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusenden. Ich hoffe, dir und euch hat's gefallen. Und wenn ihr was habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir zukommen. Ja, die Kontaktdaten seht ihr hier rechts und links in Gelb, wunderschön. Mit ohne Special Effects und so, sondern einfach nur im Textfeld eingefügt. Aber wie gesagt, da geht es mir auch eher darum, dass man das sehen und sich merken kann. Na, falls ihr mal Bock habt, hier auch auf meinem Kanal ein Replay von euch zu sehen, dann immer her damit. Teilzeitwegen ja mit großem W, Flens1980 Ingame oder rob2k@web.de. Da schickt ihr mir einfach den Link hier oben hin und dann geht das los. Ich sage vielen Dank fürs Zusenden, fürs Zuschauen, für eure Zeit. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao.